Hallo und herzlich willkommen hier. Zweite Folge hier bei Kettle und Kops. Ja, jetzt bin ich dabei und verkaufe um eine Ladung Roggen. Eigene Ernte. Starten wir. Das ist ja der neue Anhänger, der braucht ein bisschen mehr rein. Ich überlege mir, ob ich noch einen zweiten dazu kaufe. Ist aber für mich mal wichtig, dass ich mir da ein Feld kaufe. Ne? Ansonsten überlege ich mich mir, mich mir, ob ich da erst im Frühling aussehe. Also das heißt sehr sehr lange ja die Zeit halt vorspulen. Ne? Aber da muss ich mal sehen. Ist mir noch nicht ganz, habe ich noch nicht entschieden. Ich halte es mal für offen, denn dann werde ich bei der Aussaat auch mehr Dünger geben, gleich von Anfang an, dass wir da nicht so viel Düngersteuer erfahren müssen, nur noch ergänzend im Prinzip, ne? Wenn dann am Wachstum irgendwas Besonderes fehlt, dann entsprechend nachdüngen. Ne? So plane ich gerade. Wir werden noch was. Jetzt haben wir 39.000. Ja. Ich verkaufe heute mal alles, soweit wie es geht. Ne? Bis auf einen kleinen Rest vielleicht nicht. Also ansonsten alles verkauft. Traktor sehe ich doch nicht so, dass wir das leisten können. Ist eher unwahrscheinlich. Die 150.000, die habe ich halt nicht. Ne? Und das kriege ich auch nicht zusammen. Denn wir eher nächstes Jahr mal sehen, ob wir da. Ja, Gerste nehmen zum Beispiel wäre eine Option, ne? Mal eine anderes Getreidesorte verwenden. Ah, wie gesagt. Also ich glaube nicht, dass wir da schon die nächste Woche ein Patch kriegen. Da er sich jetzt kuppert und Flügen auch noch keine Auswirkungen hat. Stand jetzt. Tendiere ich darauf, gleich mal Direktsaat zu gruppeln, ohne Vorteller. Ne? Wenn irgendwas keine Auswirkung hat, ja, dann ist es irgendwie ja, sinnlos, kann man sagen. Ne? Aber mal schauen. Denn wenn ich jetzt überlege, jetzt haben wir ja Juli. Und ja, im Frühling aussehe, da heißt sehr lange schlafen. Und da kann schon sein, dass Getreide, der Rest, vielleicht nachwächst, ne? Wenn es die Funktion unterstützt, kann man dazu sagen. Oder? Wenn das nicht vorgesehen ist, dann wächst auch nichts, ne? Deswegen halte ich mal jetzt mal das Teller mal einmal nicht machen. Das wäre im Grunde die Methode, immer die. Ja, das Wurzelwerk zu trennen, den Rest Stroh ein bisschen mit Erde zu bedecken. Das wird dann besser verrotten, das am Frühling. Ne? Das wäre Tatsache. Denn was trocken ist, verrottet ja auch schlecht. Ne? Wo ein bisschen mit Erde bedeckt ist, das ist ein bisschen günstiger. Aber ich bin mir fast sicher, dass es hier keine Auswirkung hat. Und daher riskiert das mal. Ansonsten, wenn ich was sehe, das funktioniert nicht, dann können wir immer noch im Frühling einarbeiten mit Tellermaschinen und so, ne? Um das zumindest gemacht zu haben. So, nur wie immer Platz. Fürs Feld brauchen wir mindestens 50.000 Euro. Und wir laden dieses Hoflager 1, was drin jetzt steht nicht. Gehen 2, 3.
2, 7000. Und 1. Das ist aber jetzt nicht, das ist jetzt das Saatgut, Weizen Saatgut, okay. Wir haben gar nicht mehr so viel. Wird knapp. Jo. Also zwei Lader verkaufen wäre praktisch notwendig, um auch entsprechend Saatgut kaufen zu können und Dünger. Dann brauchen wir noch Geld für Ausleihung des Dreschers, ne? Das brauchen wir auch noch. Ist ja auch noch wichtig. Jetzt geht der Trigger raus. Also man merkt jetzt hier, nee, doch nicht. Ja. Drei. Wir sollten da noch mindestens rein rechnerisch grob noch einen zweiten Mann herbekommen. Bei 8000 und 16000. Ja, 49 müsste. Ja, aber knapp. Und dann. Im Besitz. Verfügbar, Feld 1. Wenn 42.000, ja, das wäre vielleicht eher bezahlbar. Ja, mal schauen. Das sieht ganz gut aus. 42.000. Das müsste gut hinkommen mit dem Geld. Kleine Reserve, das wir noch eher haben, aber das sollte funktionieren. Denn ich meine, Rechnung ist ja ganz einfach. Wenn wir dieses Jahr ein Feld mehr haben, also nächstes Jahr, haben wir auch entsprechend mehr ja, Getreide zum Ernten und zum Verkaufen. Ne? Das ist dann so meine Rechnung dabei. Da verdienen wir jedes Jahr ein bisschen mehr durch Verkauf. Und können uns irgendwann dann die richtigen Maschinen leisten, ne? Ich meine, der Traktor ist zum Pflügen nicht geeignet, nicht für einen großen Pflug, ne? Weil klein, ja, sicherlich, aber der bewillert schon, ne? Müsste ich gerade einen einstellen, der das macht, und der kostet wieder so viel Geld, dann haben wir den Mehrertrag, den wir dann verdienen würden, theoretisch mit Pflügen, ja, wieder, ja, umsonst, ne? Ist weg. Im Gegenteil sogar, man könnte sogar sein, dass wir da Verlust machen beide. Von daher ist Pflügen erstmal keine Option. Man ist echt müde, gibt's doch gar nicht. Dazu sagen, ich habe gestern Nacht recht kurz geschlafen. In Anführungszeichen. Hab mir dann um 2 entschieden aufzustehen. Um mal eine Stunde früher anzufangen zu arbeiten. Also ich war auch 4 auf Arbeit. Die Nacht kurz geschlafen. Teilweise auch schlecht, kann man sagen. Und das wirkt sich jetzt aus. Jetzt kommt ja noch hinzu. Ich habe mit weiser Voraussicht schon mal vorher gegessen. Und das merke ich jetzt, ne? Aber gut, ich habe ja heute vor, 3 Folgen aufzunehmen. Dann wäre ich mit Ketchup-Kopf fertig. Ich habe es ja mal angefangen, deswegen will ich das ja auch irgendwie nicht aufgeben. Ne? Macht ja auch Spaß. Muss dazu sagen, ist ja nicht so, dass man keinen Spaß machen würde. Ne? Sonst würde ich es nicht machen. Ne? Also wenn man keine Sache keinen Spaß macht, dann würde ich auch irgendwie sagen, okay, hat keinen Zweck, bringt nichts, komm nicht klar. Und dann hören wir auf.
Klar, wenn jetzt theoretisch jetzt mehrere Wochen hintereinander null Aufrufe wären, bei null, dann würde ich irgendwann sagen, naja gut, Interesse ist nicht da, stellen wir ein. Ne? Es geht ja immer darum, das ist bei YouTube ja so, je öfter geschaut wird, umso öfter wird es vorgeschlagen. Einfache Rechnung. Und das wirkt sich im Allgemeinen schlecht aus im Ganzen, ne? Ja, ist halt so. Das ist ja auch damals 70D eingestellt, weil schlichtweg kein Interesse war, ne? Ist ja leider so, ne? Und wenn es so ist, ist das so. Kann ich verstehen, wenn einer den mag oder nicht interessiert, beziehungsweise keine neuen Zuschauer dazukommen. Es könnte ja theoretisch sein, dass durch Zufall der eine oder andere mit dazu kommt und Interesse zeigt, ne? Dann ist es ja okay, sag mal so, ne? Jetzt haben wir 47.000, also das Feld können wir schon leisten. Dann haben wir ungefähr 5.000 schon mal eine Reserve. Das sieht gut aus. Ich sehe, wir könnten noch einmal 8.000 verdienen. Ja, das klappt gut. Das Feld und wir haben das Geld für, also ich habe das Geld dann für Dünger und meine Maschinenwartung und sowas zum Beispiel. Schluck auf. Ja, geht das wieder los. Kann man nichts machen, ne? Ist halt so. Ich hatte mir heute zum Mittag gemacht, Gemüse. Gemüsemais, Bohrrüben und Erbsen. Das ist aber gleich für mehrere Tage, ne? Das ist ja ein Kilo. Da hätten wir vorbei. Wir hätten rechts abbiegen können. Ne? Machen wir jetzt hier. Auch wenn es hier vielleicht nicht erlaubt wäre. Nö, steht davon nichts. Aber Lenkung zu fahren ist schon eine schöne Sache, das muss man dazu sagen. Ne? Das ist schon eine feine Erfindung. Ich habe da mal zufälligerweise eine Neuentwicklung gesehen, ein Monitor von 55 Zoll. Mensch, war, hätte ich ein Jahr früher kommen können. Aber gut. Irgendwann muss Schluss sein, ne? Also klar, wer das nicht größer haben wollte, müsste ich ja nur in Anführungszeichen den Monitor dicht dran holen, ne? Aber wie gesagt, das ist 43 Zoll habe ich jetzt. Das wären dann knapp 12 Zoll mehr. Aber wo fängst du an, wo hörst du auf, ne, mit der Größe, ne? Und weiß ich auch nicht, ob das Ding 4K hat, ne? Ich meine, Full HD wäre sicherlich besser für die Grafikkarte, ne? Also man könnte im Prinzip auch die Grafik im Prinzip voll ausreizen bei Kettle & Cross, bei Full HD, und bei 4K ist ein bisschen eingeschränkt. Aber ich könnte ja theoretisch den Modus umstellen auf HD, aber dann könnte ich auch nur HD hochladen, ne? Und bei HD hochladen bei YouTube gibt es technisch gesehen eine Besonderheit. Also größere YouTuber, größere mit vielen Abonnenten, mit viel und natürlich auch monetarisiert, also Geld verdienen, die bekommen einen anderen Farbcodec, sagt man so, einen anderen Code für Farbe. Wer einer mal so ein Video sieht, also auch anklickt, rechtsklickt und für Interessierte nimmt, da haben alle Kleinen den Code von AC19 oder so. Und alle, die mit höher sind, die haben einen neuen noch was irgendwie. Ich persönlich, mir würde auch HD reichen, also von der Qualität her. Aber nur mit 2K kriege ich die Sache überlistet, ne? So, WLAN. Ja, kriegen wir noch einen voll. Und mal schauen, ob wir hier der Trigger hier voll ist.
Könnte sein. Wie gesagt, ich muss ja mindestens so viel Geld haben, dass ich noch sagen kann, nach dem Feldkauf immer noch Dünger kaufen kann, einen Sarg kaufen kann und, ne? Oh, ist nicht so Zeit. So, liebe Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Oh ja, jetzt müssen wir nachdenken, ne? Ne, doch, ja, Mittwoch. Das ist hier mit den Tagen extrem gewöhnungsbedürftig. Also, schönen Dank fürs Reinschauen. Und auch tschüss. Ciao. Ja, morgen geht es hier weiter noch einmal Verkauf Brocken. Und dann werde ich kurz ja, schlafen gehen nachher. Also einen groben Plan. Wahrscheinlich mal schauen. Zwischendurch mal schauen. Sicherlich mal nach 8. Jetzt haben wir ja Juli. Der frühesten Oktober mal nachschauen, ob wir was machen oder nicht. Ob wir die Aussaat machen. Für Gerste kann man ja eigentlich machen. Wenn wir so eher. Und wer dazu sagt, ja, und dann geht's noch weiter, ne? Oh, schon. Mal tschüss, ciao, dicke Dankeschön und bleib, wenn Lust und Laune habt, sind wir da. Tschüss.